Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Zoo 2 Animal Park. So, ich bin ja hier aktuell noch ein bisschen, habe ich aber genau Glück gehabt, genau im richtigen Moment hier wieder reingekommen ins Spiel. Ja, ich bin ein bisschen am Geld sammeln, denn wir hatten uns ja gesagt, dass das nächste Ziel, die Polarfüchse, das Gehege aufzufüllen ist. Und ja, nochmal gucken, ob wir das hinkriegen. Denn wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, waren das schon mal 70.000 pro Tier, ja? Und wir brauchen zwei. Ja, an Zuchten hat jetzt die Tage einiges wieder geklappt. Erzähle ich euch dann so nach und nach, blende ich euch auch wieder ein. Werde das jetzt auch wieder anfangen, die erfolgreichen Zuchten einzublenden. Fand ich nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja, was ist eigentlich überhaupt so passiert? Ja, ich bis auf EP sammeln und mal so ein bisschen mitrechnen, wie viel EP ich so pro Runde kriege, habe ich ja natürlich jetzt die Tage nicht viel geschafft, außer die Zuchten, die geklappt haben. Und ja, habe so für mich festgestellt, dass wenn ich mich hier morgens einlogge und jetzt aber mit Helfer, mit aktiven Helfern, die sind jetzt gerade ausgelaufen, komme ich in meiner morgendlichen Runde inklusive Besucher, also nicht Besucher, sondern meine Nachbarn, auf fast 60.000 Erfahrungspunkte. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Ja, das heißt, das Ganze werden wir dann natürlich noch ein bisschen mehr pushen, wenn ich mehr Tiere habe. Ja, also ist dieses mit diesen, sag ich mal, 4 Tiere pro Gehege auch für die EP-Sammelei ein bisschen von Vorteil. Bekommen wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zusammen. Warte mal, ich glaube, meine zum Zuchtzentrum, meine Plätze sind alle belegt. Ja, okay, schade. Sonst hätte ich ja bei den Wildschweinen noch weitermachen können. Denn da habe ich auch nur 3. Ja, aber macht nichts. Können wir noch mal gucken. Vielleicht haben wir in den Karten noch irgendwo was, wo wir noch auffüllen können. Kann durchaus sein. So, dann gucken wir hier. Hat es nicht geklappt. Und bei den Schafen hatte es jetzt die Tage schon geklappt gehabt. Da habe ich ein Level 9 Schaf gekriegt. Das flitzt hier auch schon rum. Ein kleines Babyschäfchen. Sehr cool. Habe ich mich sehr gefreut. So, dann hat es hier, weil wir hier gerade sind, bei den Pandas auch geklappt. Da muss ich noch im Gehege austauschen, denn ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Dann brauche ich das vielleicht gar nicht einblenden, ich mache es trotzdem. Ich habe nämlich schon einen Level 4 Panda bekommen und den hatte ich nicht, nicht reingesetzt. Warte mal, wir gucken mal. Ne, ich habe jetzt zweimal Level 4 Panda-Babys. Das ist cool. So, dann kannst du... Nein, ich wollte nicht die Kastanie. Ich wollte den Panda. Ja, danke schön. So, und dann gehen dafür 2 Level 4 Babys rein. Das ist gut. Das ist gut für meine Panda-Planung. Guck mal, dann kann ich die abgeben. Sehr schön. Ja, wir machen ja die Woche hier bei den Pandas mit in der Zuchtaufgabe. Habe ich noch mal was zum Abgeben bekommen. Sehr, sehr gut. Ha, ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Ja, sehr cool. So, jetzt hier weitermachen, Isa. Nicht hier an einer Ecke festhängen. Weiter geht's. Sauber machen, putzen, alles. Ich werde auch meine Helfer wieder aktivieren. Denn ich finde das doch sehr praktisch, wenn man online kommt und das ein oder andere Gehege ist schon fertig. Beziehungsweise sammelt sie im Laufe der Zeit ihre Erfahrungspunkte, die man sonst so vielleicht nicht eingesammelt hätte. Und das ist ja dann für den Levelprozess äußerst förderlich, nicht wahr? Ja, gut, oh, warte, die beiden müssen noch Futter kriegen. Ah, warten Sie. Na, warte. Ja. Wir machen das nach und nach. Ich habe mir nämlich einen Plan gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, in welchem Gehege noch Sachen fehlen. Ja, so wie jetzt bei den beiden, dass mir da noch der Futtertrog fehlt. Und ich habe ein bisschen was eingetauscht und das werden wir dann auch gleich noch setzen. Also gleich noch platzieren, ne? Dass wir da meine Gehege so langsam, aber sicher doch komplettieren. Das ist gar nicht mehr so viel, was mir da fehlt. War ich doch jetzt recht erstaunt die Tage, dass ich da eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Level bin. Das ist jetzt so erstmal
mein Nebenherziel, so wie ich es mir leisten kann, so wie ich auch die Tickets bekomme, beziehungsweise die Puzzleteile bekomme, ja, dass ich meine Gehege hier wirklich fertig kriege, dann habe ich nämlich auf meiner To-Do-Liste wieder was abgehakt. Ne? Und wenn dann ein neues Tier dazu kommt, dann bin ich ja dann relativ schnell damit durch. Ja, da war es wieder. Also das habe ich echt oft in letzter Zeit. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Das updatet und dann sind ja plötzlich Fehler da. Dann ist plötzlich die Musik wieder an. Jetzt leckt es. Wunderbar. Irgendwas mit einem JavaScript? Sehr eigenartig. Ja, okay, pass auf. Wir machen mal ganz kurz in der Aufnahme eine Pause und ich starte mal das Spiel neu. Bis gleich. So, jetzt hat mich das Ganze ja komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wusste so gar nicht mehr so richtig wirklich, was ich gesagt habe, weil das Spiel jetzt hier bestimmt 5 Minuten gebraucht hat, um wieder anzugehen. Ja, ich glaube, ich war bei den Gehegedekorationen bzw. beim Gehegeausbau, ne? Vom Thema her. Tut mir total leid. Ah, jetzt sind auch die Töne hier drin wieder so laut. Ah, also das ist manchmal sehr, sehr komisch. Ja, gut, sehr schön. Jetzt bin ich am Überlegen, was hatte ich euch erzählt? Der Panda hat geklappt mit Level 4. Dann hatte ich ein Schaf Level 9, genau, das habe ich bekommen gehabt. Dann habe ich gezüchtet ein Pferd Level 5 und danach kam gleich nochmal Level 6 Pferd raus. Das fand ich irgendwie cool. Das war irgendwie eigenartig, dass das so schnell hintereinander die Zucht kam. Aber macht ja nichts, haben ist besser als brauchen, ne? Kriegen wir besser Pferdebabys zusammen und dort das Level im Endeffekt auch hoch, was ja dann wiederum die Besucher freut und naja, wie das halt so ist, ne? Ist immer schön, wenn es vorwärts geht, motiviert ja doch um einiges, ne? So, du, meine Helferchen mache ich dann nachher noch an, das war der Plan, genau. So, hat denn noch was geklappt gehabt? Nö, das war's an Zuchten. Sehr gut. So, warte mal, dann machen wir hier den Rest noch sauber und dann können wir mal gucken, was ich alles so Schönes im Inventar habe. Dann können wir da nämlich schon mal ein paar Sachen wieder noch setzen in die Gehege. Und ich kriege die 140.000 nicht voll, ne? Schade. Schade. Mensch, das wäre doch jetzt mal ganz nett gewesen. Manu, gib mir noch ein bisschen Geld. Ich will doch Polarfüchse kaufen. Ja. Warte. Jetzt machen wir erstmal hier alles fertig und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir, also einen kriegen wir ja auf jeden Fall rein. Und dann werde ich den anderen nachkaufen, sobald ich kann. Ne? So, hier gucke ich ja ein Babychen drin. Ups, da. Ein Level 6 Pferdchen. Schön. Polarfuchs. Wir kaufen jetzt mal einen Polarfuchs. Genau, 70.000. Yay. Es fehlen mir 1.500. Nein. Auch das noch. Na gut, das hole ich denn nach. Das heißt, bei den Polarfüchsen kann ich denn auch 2 schon mal 3 machen. Sind wir einen Schritt weiter gekommen. Und jetzt pass auf, jetzt wechsle ich meine Zettel. Ja, ich bin alt und muss mir alles auf Zettel schreiben. Es tut mir sehr, sehr leid. Also, jetzt gucken wir doch einfach mal rein. Wir haben ja Wasserstellen, also habe ich eingetauscht. Beziehungsweise können wir doch mal gucken, wo der hin sollte. Genau, der sollte zu den Berggorillas hier hoch. Das ist das einzige Dschungelgehege, was mir noch fehlt, wo noch kein Trog drin ist. Und ist damit erledigt. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, haben wir erledigt. Dann haben wir eine Wasserstelle. Auch nicht schlecht. Genau, einmal hier und... Oh Gott. Für die Savanne, ne? Für die Straußen war das, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, genau. Das heißt, unsere Strauße kriegen jetzt auch ein bisschen Wasser. Oh, da können wir das ein bisschen rumstellen. Sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Ein Spielgerät fürs Berggehege. Wer sollte denn ein Bergspielgerät kriegen? Die Hermeline. Die Hermeline. Die waren hier unten. Das sind diese Freunde hier. Oh, euer Gehege ist ein bisschen voll. Moment.
Warte, dann müssen wir, glaube ich, den Trog hier mal ein bisschen verschieben. Setzen wir den nach hier vorne. Dann haben die Zuschauer wenigstens was zu gucken hier im Zoo. Ja, das wird ja gerne mal gemacht, so diese Füttershows. Machen wir natürlich nicht. Ja, wir lassen unsere Tiere in Ruhe. So, haben wir also auch erledigt. Hervorragend. Dann gucken wir durch. Wasserstelle Eis. Das sollte beim Leoparden rein. Das sollte zum Leoparden. Scrollen wir mal hier hoch. Wo ist er denn? Wo bist du? Da oben bist du. Alles klar. Ach, das passt doch hier ja nicht hin. Oh doch, gerade so. Ja! Haben wir auch. Und dann gucke ich mal. Ich habe noch eine Wasserstelle fürs Felsgehege. Eine allerdings nur. Da können wir auch gleich nochmal gucken, ob ich noch eine zweite dazu bekommen habe. Und das sollen kriegen die Paviane oder die Alpakas. Ich bin ja erstmal für die Alpakas. Warte mal, die sind hier, oh, hier unten irgendwo. Da sind sie. Auch so ein kleines Gehege. Ja, das ist mit den Wasserstellen, das ist immer schade. Die verbraten so enormen Platz, sind aber gar nicht so groß. Ja, sehr gut. Was haben wir noch auf Lager? Haben wir noch was Schönes auf Lager? Nee. Okay, dann gucken wir in unsere Puzzleteile noch rein. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich jetzt nach dem Tauschen nochmal eine Wasserstelle bekommen habe für die Berggehege oder Felsgehege. Da war keins, da war auch keins. Nee, bin der Meinung, wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, dann habe ich das mit dem... Also habe ich das, was ich jetzt eingetauscht habe, bekommen gehabt, weil jemand gelevelt hat. Ja, das hat mich sehr gefreut. Hervorragend! Mensch Leute, es geht echt vorwärts. Das heißt, braucht nur noch die Paviane eine Wasserstelle fürs Felsgehege. Und die Polarfüchse und die Eisbären brauchen noch eine Rutsche im Eisgehege. Das sind meine einzigen drei Gehege, wo jetzt noch Sachen fehlen. Das ist doch cool. Mensch, ich bin begeistert. Ja, es tut mir leid, ist vielleicht übertrieben, aber so bin ich. So bin ich nun mal. Ja, so, aber was ich noch gucken wollte, ich wollte bei den Tieren mal nach den... Nee, schade. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht doch noch ein Wildschwein dazu bekomme. Da können wir aber mal gucken in den Belohnungskalender. Ne, das waren normale Schweine. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas Schweiniges war doch hier im Belohnungskalender auch drin. Ah, nicht schlecht. Oh, gucken wir mal, morgen gibt es hier was Schönes. Da gibt es schon wieder, oh, Puzzleteile. Neues Tier incoming. Können wir uns wieder freuen. Ihr müsst das entschuldigen. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Ich habe heute meine Mutti seit Anfang März das erste Mal wieder gesehen. Und ich fand es sehr, sehr schön und bin immer noch sehr freudig erregt darüber. So, wenn man seine Mutti so lange nicht sieht, dann kann man ein bisschen durch den Wind sein, glaube ich, oder? Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis. Tut mir leid. Ja, sehr cool. Würde ich aber auch sagen, sind wir in dieser Folge äußerst erfolgreich gewesen. Wir haben Zuchten gehabt oder ich konnte euch Zuchten zeigen, dass wieder was funktioniert hat. Ich habe wieder es geschafft, Gehege aufzufüllen. Wir haben ein neues Tierchen dazu kaufen können. Also ich würde sagen, es geht ja mit Riesenschritten voran, oder? Sehr cool. Dann bin ich ja mal gespannt, was ich jetzt zum Wochenende schaffe. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Na, muss ich mal gucken. Level 71 noch zu knacken zum Wochenende. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Ja, ich meine, jetzt habe ich ja ein paar Bonuspunkte gekriegt durch das Platzieren dieser Spielgeräte und so weiter und so fort. Ne? Ist doch mal ganz schön. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Entschuldige mich, dass das so ein bisschen durcheinander war hier durch den Absturz des Spiels. Aber manchmal bringt einen das echt aus dem Konzept, ja. Ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns am Samstag zur nächsten Folge wiedersehen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ich mal irgendwas Spezielles machen soll oder mal irgendwas erklären soll, dann könnt ihr das super gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.